Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video vom PTR präsentieren. Wir wollen uns nämlich ein paar Items angucken, die jetzt entdeckt wurden, wo man als Sammler das ein oder andere alte T-Mog und Mount kriegen kann. Und wie das funktioniert, beziehungsweise was das für Items sind, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes haben wir hier das Item Rhines of Quantum Causer. Und das macht folgendes. Observe the Quantum Causer, causing it to take the form of a random mount from the past. In Klammern steht da dran. Also wir kriegen da ein random mount. Durch am Anfang war nicht so ganz klar, ob es einfach das Item quasi einfach einen Mount einfach nur vom Aussehen beschwört oder ob man tatsächlich ein physisches random mount kriegt. Das ist das erste Item, da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen rein spekulieren. Und die zweiten Sachen sind quasi selbiges, bloß mit ein bisschen anderen Text für T-Mog-Items. Und zwar, jetzt können wir hier mal das Kopfteil uns angucken. Use add an appearance of this type to your collection. Und dann auch in der Klammer from the past. Was der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass hier, wenn man es einsetzt, kriegen wir direkt eine quasi neue Appearance, also ein T-Mog-Teil in die Collection. Vermute ich mal, dass es bei Appearance so funktionieren wird, dass man eins kriegt, was man noch nicht hat. Bei dem Mount steht es ein bisschen anders dran. Und zwar, das generiert einfach ein Random Mount. Jetzt ist die Frage, was können wir darüber kriegen? Auf dem PTR hat hier der Mr. GM schon mal so ein Item bekommen, beziehungsweise einer aus seiner Gruppe. Und der hat hier das Mount Mitternacht bekommen, das es einmal aus dem neuen Karasan gibt, also aus dem Legion Karasan, genau. Heißt, wir haben noch nicht sonderlich viele Daten, aber so wie das jetzt aktuell aussieht, und wie gesagt, das sind jetzt PTR-Informationen, ist es so, dass wir mit dem Mount-Item uns ein random Mount aus der Vergangenheit holen können. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was das genau bedeutet. Das kann jetzt natürlich heißen, dass wir einfach ein Mount kriegen, was aus allen Expansions for Dragonflight ist. Dass wir einfach random eins kriegen. Es kann sein, dass es ein bestimmter Pool ist. Vielleicht sind es nur ein paar Dungeon-Mounts, vielleicht sind es auch Raid-Mounts, vielleicht sind es alle Mounts, vielleicht sind es auch Removed-Mounts. Das wäre natürlich für mich ganz cool. Vielleicht sind selbst solche Sachen drin wie TCG-Mounts oder auch Gladiator-Drachen. Glaube ich persönlich jetzt nicht, aber wir können hier so ein bisschen quasi mal spekulieren. Und was dann natürlich auch noch fraglich ist, ist es so, wie es bei den T-Mogs dran steht, dass man vielleicht auch, dass das Item clever ist und checkt, okay, das und das Mount hat der Spieler schon und ich gebe ihm nur eins, das er noch nicht hat. Wäre cool. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es so funktionieren wird. Ich vermute, dass man aus einem gewissen, von Blizzard festgesetzten Pool einen Mount bekommt und das wird wahrscheinlich random sein. Aktuell ist noch nicht so hundertprozentig klar, wie das mit dem Item funktioniert. Was wir wissen, es droppt vom Endboss vom neuen Mega-Dungeon und anscheinend ist es nicht 100%. Es wird vermutet, weil die meisten Mounts, die quasi bis jetzt von Dungeons gedroppt sind und auch von Raids, die nicht 100% sind, sind meistens 1%. Also die Vermutung liegt nahe, dass das Mount eine 1%ige Drop-Chance hat und vom Endboss des Mega-Dungeons droppt. Es kann natürlich sein, dass dementsprechend, wenn man in Hardmode läuft, und ich vermute, es wird auch wieder ein Hardmode im neuen Dungeon geben, dass man es vielleicht dann zu einer höheren Chance kriegt, aber das ist, wie gesagt, alles nur Spekulation. Ne? Das sind jetzt so die Sachen am Rande. Wenn ich mir jetzt eine Wunschvorstellung geben könnte zu dem Item, die ich nicht glaube, dass er eintritt, dass dann jedes Mount for Dragonflight rauskommen kann, auch die Removed, und dass es sogar noch clever ist und weiß, okay, die und die Mounts habe ich schon, mir gibt es dann die anderen, weil dann würde ich auf jeden Fall ein Removedes oder irgendeins kriegen, das man dementsprechend anderweitig nicht mehr im Spiel bekommen kann. Wäre für mich sehr, sehr cool. Wenn wir realistisch bleiben, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir werden wahrscheinlich aus einem Pool von einer Handvoll an Dungeon Mounts random die Dinger reinkriegen und dann läuft man da immer und immer wieder in die Instanz rein und kriegt dann wahrscheinlich 10-mal das gleiche oder 10-mal ein Mount, was man schon hat, ne, wenn man eine gewisse Mount-Sammlung hat. Gut, so viel dazu Spekulation, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da rauskommt und ja, vielleicht habt ihr eine coolere Idee als ich. Aktuell können wir alle nur ein bisschen spekulieren. Gut, das andere jetzt mit den Gear-Items, da können wir auch noch ein bisschen reingucken. Und zwar, wenn ihr hier jetzt einmal reinschaut, haben wir alle möglichen Waffen, ne? Also vom Bogen über den Stab, über die Axt, Warglaves, das ist eigentlich alles dabei. Schilde haben wir auch mit drin. Also wir haben alle Waffen drin, aber wir haben von den Gear-Items, haben wir tatsächlich nur Kopf, Brust, Hose, ja, die Hände und die Schultern. Also die Teile, wo klassischerweise die Tiersets drin sind.
was ein bisschen schade ist, weil hier kann man ja vermuten, ne, dass, weil wir direkt eine Appearance zu unserer Collection dazu geaddet bekommen, also anscheinend nicht direkt das Item, so wie ich es verstanden habe, dass man auf jeden Fall ein Item kriegt, was man nicht hat, weil es wird ja keinen Sinn machen, ein Item zur Collection dazu zu bekommen, was man schon hat. Also ich vermute, das ist, wird halbwegs clever sein. Und ich hoffe halt, dass zum Beispiel alte T-Sets drin sind, wie das T3, ne? Das man ja zum Beispiel nicht mehr kriegen kann. Da ist es aber so gewesen, dass man nicht nur diese klassischen Set-Teile hat, sondern die Sets waren ja größer, ne? Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob dann die removeden Sachen hier auch dabei sind. Das muss man dann halt ausprobieren. Zu dem Punkt, wo man die bekommt. Was ich so mitgekriegt habe, können diese Teile auch beim Endboss im Mega-Dungeon droppen. Und zwar, was ich jetzt schon von Aussagen von mehreren Leuten gehört habe, dass jeweils ein so ein Item ein Spieler bekommt, wenn man den Endboss umhaut. Heißt, man hat wahrscheinlich eine 1%ige Dropchance aufs Mount-Item und dann eine 100%ige Chance, dass man eins von diesen Items kriegt. Ob es da natürlich noch andere Quellen gibt, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Das wissen wir schlichtweg noch nicht, aber zumindest so viel dazu. Jetzt müssen wir mal abwarten, was man da kriegen kann. Ich hoffe, dass es so, wie ich es jetzt verstanden habe, dass man nur Sachen kriegen kann, die dementsprechend man noch nicht in der Collection hat. Und ja, dann kann man vielleicht das ein oder andere seltene Item, was man noch quasi offen hat, darüber sich holen, wenn man, ja, wie ich jetzt relativ viel schon in der Sammlung hat, vielleicht das so ein bisschen forcieren kann. Aber das ist alles nur Spekulation. Und was natürlich dann auch noch mit reinkommt, sind hier die removeden Sachen drin, sind hier vielleicht auch alte Elite-Sets mit dabei, T3, solche Geschichten, beziehungsweise sind da dann nur die Transmog-Sachen an sich, also das Aussehen, oder sind dann auch verschiedene IDs dabei? Für Leute, die sich da jetzt bei dem Collect nicht so auskennen, es gibt ja verschiedene Items, die haben dasselbe Aussehen. Da gibt es dann 10 Items, die haben unterschiedliche Namen, sind vielleicht auch aus unterschiedlichen Quellen, aber haben dasselbe Aussehen, ne? Und wenn man eins der Items gesammelt hat, dann hat man im Endeffekt das Aussehen und kann das transmoggen. Jedes aber dieser einzelnen Items hat eine eigene ID und kann einzeln gesammelt werden. Und Blizzard speichert das auch in der IP, welche ID man hat. Und so setzen sich auch Transmog-Rankings zusammen. Die gehen dann natürlich nicht nach Aussehen, sondern einfach nach diesen IPs. Und ich persönlich sammle die IPs auch, ne? Ich bin jetzt nicht einer, der großartig Sachen transmoggt, sondern der quasi halt eher auf den Sammelaspekt guckt. Und es wäre cool, wenn man darüber auch die IDs kriegen würde. Ist natürlich nur für eine kleine Anzahl an Spielern, die jetzt da krass am Sammeln sind, relevant. Aber wäre eine coole kleine Sache, wenn es das auch geben würde. Genau, das sind jetzt so die Items und meine Ansätze bzw. meine Spekulationen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen denkt, beziehungsweise vielleicht auch, was ihr gerne hättet. Ja? Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.